liebe Leute, weiter geht's mit Need for Speed Unbound. So, wir machen heute weiter. Und wir gucken, was heute passiert. So, wir haben viele Events, die wir fahren können. Wo es ein bisschen Kohle gibt. Unter anderem so Standard-Events, Standard-Rennen, Turntable, würde ich sagen, machen wir heute. Da würden wir 2000 für kassieren. Und das so, würde ich sagen, klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, viel haben wir jetzt eh nicht im Auto. Hey Kiddo, wie läuft es derzeit in der Szene? Wird das wieder einer von diesen Anrufen, bei denen du mir erzählst, wie anders Rennen früher waren? Zu meiner Zeit ging es nicht ausschließlich ums Gewinn. Ah, es ist einer von diesen Anrufen. Ich bin mal gegen dieses laute Großmaul gefahren. Lustig, das kenne ich. Hat das ganze Rennen die Klappe nicht gehalten. Also warf ich irgendwann einen Stapel Scheine auf den Tisch. Hab ihm gesagt, wir sollen um die nächste Miete fahren, wenn er sich für so gut hält. Oh wow, was hat er gesagt? Hat auf seine Worte Taten folgen lassen und zugestimmt. Aber kann ich das echt nicht umstellen auf den Einstellungen barrierefrei? Nee, ne? Metrisch. Ich glaube, metrisch ist das Richtige. Danach wurden ja. Seitenwetten gang und gäbe in der Szene. Scheiße, Ryder. Den merke ich mir. Nur zu, Kiddo. Aber denk dran, kenne deine Gegner. Und überschätze dich auf keinen Fall. Sonst verlierst du schnell viel Geld. Verstanden, Ryder. Danke, Boss. Weiß ich zu schätzen. Da ist das Event. So. Guck, was wir für Rivalen haben. Der Ray. Koreanerin. Okay. Was haben wir denn als nächstes für ein Auto? Dann nehmen wir hier Obi. Justitia, Baru, kennen wir ja, Boost, Frost und Chilton. Okay, gut. Gehen wir rein ins Event und fahren mal ein bisschen Kohle. So, Wette, Herausforderung. Wann können wir denn mehr Herausforderungen? Wir starten, wir wetten mal auf, wetten. Warte mal, wie viel haben wir denn überhaupt? Ach, wir haben nur 250. Okay, dann müssen wir gar keine Wetten gerade machen. Nee. Naja, starten wir jetzt noch ein bisschen Kohle. Wir können ja dann immer noch mal wetten, aber jetzt nicht. Ist zumindest auch nicht möglich. Turntable heißt das Event. Noch ist das Auto natürlich nichts wert, oder beziehungsweise nicht aufgebaut. So, wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken, dass wir ein bisschen vorarbeiten. Es nicht vom RPD.
Polygon. Wir sind leider nicht erst da. Verdammt, sie hat uns erwischt. Vierter nur, fuck! Aber überhaupt chancenlos. Aber überhaupt nur chancenlos. Na ja, gucken wir es nochmal, komm. Den aber nicht davon. Der Obi hat keine. Hey, ich habe keine Chance gegen den Dings, ne, gegen den Obi. Ich habe keine Chance gegen Obi. Der gewinnt das Ding mit seiner. Ich bin nicht Dritter nur geworden, ja. Ich kann nichts machen, weil ich nicht in die Position komme, irgendwie mal anzugreifen vorne. Jetzt fängt es an, ein bisschen frustrierend zu werden, weil du nicht der Jacken. Thank you.
Mann, ich war Dritter. Jetzt hast du den scheiß Jeep wieder vor dir, Alter. Geh mir auf den Sack mit deinem Scheiß, mit deiner scheiß Karre. Ja, weil du mir auf den Sack gehst, Mann. Verpiss dich jetzt mit deinem Ding, ey. Ey, du gehst mir. Ja, da bleib in deiner Scheißkarre doch nicht einfach stehen. Ich kann dich noch einholen. Ne, ich habe keine Chance. Ich krieg die zwei da vorne. Egal was los ist, ich krieg die zwei da vorne nicht gepackt. Aber ich muss mit meinem dicken Jeep, muss ich dann nämlich vor dich setzen und dich die ganze Zeit ausbremsen, ey. Fünfmal hintereinander hast du mich jetzt rausgegessen, hast du mir auf den Sack gegangen. Oh, verschwinde jetzt mal! Ey, du gehst mir so auf die Pisse gerade. Jetzt mal am Stich da vor mir, Mann, hau ab jetzt endlich. Geh mir nicht weg, geh mal weg jetzt, ey. Gerade auf den Sack. Die Verfolgung wird gerade etwas holprig, Leute. Zentrale, streife hier. Wir nehmen auch die Verfolgung auf. Tschüss, wir haben gewonnen. Meine Fresse, ey. Was ein Rennen. Hauptsache, ich hab sie geholt. Hab ich auch nicht erwartet. Das ist der Delway, ja gut, mit dem scheiß Jeep, ey. Aber Obi, Fünfter, der gut, das war der, den ich am Anfang weggeballert hab, ne? Den muss ich rausnehmen. Aber wir haben's gewonnen. Die Verfolgungsjagd wird natürlich fortgesetzt, weil wir natürlich noch mal ein bisschen Kopf an der Backe haben. Ich versuche zu rammen. Der Punk ist erledigt. Oh, tschüss. Ich sehe sie. Diesmal lasse ich nicht locker. Alle Einheiten, Subjekt flieht Richtung Apollonia District. Alle Einheiten. Zielfahrzeug fährt Richtung West Brooks. Wir verlassen die Straße. Ich muss jetzt mal jetzt gerade ein bisschen gucken, dass ich den mal loswerde hier hinter mir. Scheiße.
sie zu verlangsamen. Anade, wir wurden gerammt. Zusätzliche Einheiten sind auf dem Weg. Objekt ist irgendwo auf Rose Hill Drive verschwunden. Verfolgung gescheitert. Hey, wenn du in Lake bist, könntest du ein Auto für mich abholen? Ein Buick Grand National. Sie wollen sehen, wie schnell er mit einem echten Talent hinterm Steuer fährt. Kennst du da jemanden? Du bist ja echt ein Scherzkeks heute. Gib mir einen PIN. Klar, ein PIN. Sofort. Schick mir den Standort. Kommt. Ziemlich aufregend. Der Riegel aus der Hölle. Klassisches 80er Muscle Car. Mein Vater nannte ihn den Corvette Killer. Also mach ihn stolz. Aber kein Druck. Yo! Ich nehme mal Jess und ihre Crew unter die Lupe. Ich habe das Gefühl, sie steckt nicht allein hinter dem Grant. Was hat sie verraten? Das riesige Preisgeld? Vielleicht hat sie Leute für Geld mitfahren lassen. In deinem Auto. Naja, ich hol mir jetzt Boba. Peace. So, wir wollen noch das schnelle Auto holen. Da geht überhaupt ein Sack von Scheißkopf, ne? Ich sehe den gesuchten Racer. Sind das nur? Steig du weg, okay. Ja, man kann durchaus niemandem vertrauen. Da ich jetzt das Auto machen? Kein weiteres Event, sondern ein Auto. Was ist das? Ja? Okay. Dann müssen wir so noch ein Stück fahren. Das ist nämlich ein anderes Event, was hier unten ist. Und das wollte ich eigentlich erst frühestens in der nächsten Folge machen. Ich mache, wie gesagt, immer ein Event pro Folge. Wie gesagt, ich muss mir zum Folgen vorbereiten. Dass ihr, wenn ich im Urlaub bin, ein bisschen was an Material habt. So. Across the Lake, der beste Sender der Gegend. Gleich mehr zu unserem exklusiven Interview mit Bürgermeisterin Stevenson. Ich möchte den Bürgern von Lakeshore versichern, dass ihre Sicherheit für mich oberste Priorität hat.
Ich weiß, dass die verstärkte Polizeipräsenz den Alltag in Lakeshore stark beeinflusst. Glaubt mir, ich höre euch. Wir stehen das gemeinsam durch. Manche sind der Meinung, sie konzentrieren sich nur auf die Kriminalität statt auf die Probleme normaler Menschen. Ich würde behaupten, dass Verbrechen ein Problem für normale Bürger ist. Sie nicht? Aber bei weitem nicht das Einzige. So, starten wir mal das Event. Okay. Was hat er gesagt? Als 40 müssen wir fahren, ne? Ja. So, warte mal kurz. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren gerade. Jetzt quatsche ich relativ wenig. Was haben wir denn überhaupt noch an Text 70%? Ja, ich glaube, der zweite ist mal. Scheiße. Ja, natürlich. Ach, geh mir nicht auf den Sack jetzt gerade mit deiner Scheißkarre. Warte, ich muss auch noch da hin mit meinem Taxi. Doch, wir haben es Gold geschafft. Als 40. Jetzt im Kauf verfügbar. Und wir haben die Kohle, wir haben das Auto abgeliefert, wir haben die Kohle gemacht. Ohne Probleme geliefert. Echt gut gefahren. Der Kunde war so beeindruckt, er meint, er wird uns auf Insta folgen. Haben wir sowas? Ist das eine Kaffeemaschine oder so? Tess hat das eingerichtet. Ohne. Gut. Tagesherausforderung abgeschlossen. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Die Kurvenlegende haben wir ja gemacht. Ach nee, hier wäre noch ein Rennen. The Riverwalk. Die Kurvenlegende kann man doch gar nicht machen. Dauert auch noch ein bisschen. Da wäre noch was. Und hier wäre noch was. Riding the L. 6000 kostet das Ding. Bringt das Ding. Gut, ich bin mal raus für heute. Warte mal, nein. Ich will... Nein. Ich möchte gerne noch schnell... Das ist ein Social Media. Warte, haben wir noch ein anderes? Ah, hier haben wir noch ein Versteck, ne? Jetzt unten ist es noch. Ach so, das Ding mit Add Mr. Rides. Sekunde. Okay, bin drin. Da ist ein Video mit einem Hund auf einem Skateboard. Und Leute, die Dumplings aus Schuhen essen. Ach, ich krieg das schon raus. Nein, Quatsch. Wie bitte? Ein Hund auf einem Skateboard? Bis dann, Kiddo. Wir fahren auch ganz kurz schnell zum Dings und holen uns die Kohle. Ich glaube, das Auto würde ich mir irgendwann kaufen, den Bug, den wir gerade gefahren sind. Der ist gar nicht so schlecht, wenn der wirklich die Power hat. Why not? Ja, wir haben ein weiteres Versteck hier mal freigeschaltet gehabt. Eben gerade kurz noch. Das werde ich jetzt kurz aufsuchen hier. Einmal kurz rein. Jo. Wir nehmen $5,850 mit ein. 300.000. Stevenson kündigte heute im Rathaus eine Aufstockung der Mittel für die Polizei von Lakeshore an. Autos richten auf unseren Straßen pures Chaos an. Nach den gestrigen Rasereien, die Bürger von Lakeshore gefährden,
werde ich mein Motto, kein Sinn für Unsinn, in die Tat umsetzen. Verstehen Sie? Schwachsinn. So, Style, Karosserie. Wir können ja hier ein bisschen was Body Kits rein theoretisch. Na gut, aber ich bin trotzdem jetzt erstmal raus. Wir sehen uns noch wieder, wenn wir dann morgen das nächste Event angehen. Bis dahin, tschüss.